Und ein herzliches Willkommen zurück zu Shadow of the Tomb Raider mit mir von New Gameplays als Hobby auf tödliche Obsession. Wir sind hier in dieser immer noch in der verborgenen Stadt, aber in diesem verlassenen Dorf hier. Sammeln hier jetzt auch noch so ein paar letzte Reste ein, sage ich jetzt mal. Denn in der verborgenen Stadt sind wir mittlerweile fertig mit Einsammeln. Bis auf einen Monolith, den haben wir jetzt eben gerade in der letzten Folge freigeschaltet. Der geht natürlich dann auch relativ zügig. Und dann sind wir eigentlich fertig und es geht mit dem Abenteuer auf jeden Fall weiter. Und da wir jetzt das Zugding hier haben, können wir jetzt diese Riesendinge auch aufmachen. Und da haben wir auch schon unsere Sachen. Ein Bericht über Lopez, angerufen im PyTD. Da sich die Koordinaten, die uns Trinity gegeben hatte, als korrekt erwiesen, war es ein leichtes, die verborgene Stadt zu finden. Allerdings vertrauten uns die Einheimischen nicht und ließen uns nur mit vorgehaltenen Speeren in die Stadt. Es gab einen Tumult unter den Einwohnern, der, wie wir später erfuhren, darauf zurückzuführen war, dass einen Monat zuvor eine Gruppe Inka dort eingetroffen war. Lopez erzählte ihnen, wir wären aus der spanischen Armee desertiert, da wir die Zerstörung, die sie verursachte und weiterhin verursachen würde, nicht länger mit unserem Gewissen vereinbaren könnten. Außerdem würden wir mit Freuden all unsere Güter gegen ein, wenn auch nur vorübergehendes, Obdach eintauschen. Nach einigem Zögern erlaubten sie uns, in der Stadt zu bleiben, solange wir unsere Rüstungen und Waffen in einer kleinen Hütte außerhalb der Stadt ließen. Den Männern gefiel das nicht, weshalb wir uns darauf einigten, zwei von uns zur Bewachung der Ausrüstung zurückzulassen. Und wo ist diese Hütte? Kann ich doch da alles einsammeln? Da mal eine Spinne. Müllhammer. Oh, nochmal ein bisschen Jadeerz. Okay. So, irgendwie nach oben geht's hier nicht. So, damit hätten wir das hier. Das da haben wir schon. Hier war noch eins hinter so einem dicken Tor, sage ich jetzt mal, wo wir dieses Seilgerät da gebraucht hatten. Aber wir da noch nicht hatten. Jetzt haben wir es ja. So, los geht's. Das ist genau wie beim ersten Teil. Im zweiten Teil haben sie diese Logik, sag ich jetzt mal, weggenommen, aber jetzt haben sie es wieder reingebaut. Ein Schreiben von Trinity. Jede Gruppe, die Khan verlässt, muss besondere Vorkehrungen treffen, um ihre Spuren zu verwischen. Wir stehen kurz vor dem Ziel und das Letzte, was wir jetzt brauchen, sind Scharen von Touristen, die versuchen, als Erster ein perfektes Selfie in der Stadt zu schießen. Ja, ich glaube, das wäre nervig. Sowohl für die Inka als auch für die Trinity. So, mehr gibt es hier nicht. Ach ja, stimmt. Wir könnten ja jetzt eigentlich nochmal hier in diese Krypta rein. Denn normalerweise müsste es hier ja noch was zum Sammeln geben. Wir haben ja zwei Räume nicht anschauen können, weil wir... Ich glaube, wir hatten das verschärfte Messer noch nicht. Also gehen wir da jetzt gerade mal hin und schauen das auch nochmal schnell nach, was da ist. Hui. Und dann dürfen wir hier eigentlich fertig sein. Voll, voll, alles voll. Heieieiei. So, da kann man direkt hier geradeaus weiter. So rum. So, hier unten wird's dunkel. Oh, Spinne. Oder sowas. Spinne, ja. So, dann schneiden wir das hier doch mal auf. Rätsel mal, was hier unten ist, weil ich sehe nichts. Wir haben auf jeden Fall Jade.
Die Lehrer denkt aber auch im geringsten nicht daran, mal die Taschenlampe anzumachen. Aber das scheint es wohl gewesen zu sein. Ich bin von einem Rand zum anderen gelaufen. Wir haben ja auf jeden Fall auch wieder Jade. Okay, das war's dann wohl. Immerhin etwas. Das gibt uns, wie gesagt, viel Gold, wenn wir was Dringendes kaufen müssen, aber kein Gold haben. Dann kann man das natürlich gut verkaufen. Wer nicht will, der hat schon, aber ich will noch. Wir sind ja nicht umsonst ein Grabräuber, Tomb Raider. So, wunderbar. Und dann können wir ja weiter. Unmöglich. Ich kann... So, mehr haben wir, glaube ich, nicht mehr. Die Wölfe hatten wir eigentlich schon erlegt, so gesehen. Können wir noch eins zurück? Ja, okay. So, hier hinten raus wird uns auch nichts mehr angezeigt. Das heißt, hier sind wir auch schon mal fertig. Dann können wir jetzt irgendwie zurück. Und gehen wir mal zu diesem Monolithen. Und dann machen wir mit dem Hauptauftrag weiter. Weil das hier kann ich noch nicht machen. Meine Freundin hat das hier noch nicht gemacht. Also gehe ich da jetzt auch noch nicht hin und mache das. Aber hier den Hauptauftrag hat sie schon gemacht. Das heißt, das machen wir dann. Wir machen jetzt am besten eine Schnellreise. Bin ich hier richtig? Nee. Wir machen jetzt am besten eine Schnellreise, weil bis da in die Mitte der Stadt, das dauert ja, bis wir da sind. Dann speichert es auch nebenbei. So, einmal hier, dann sind wir eigentlich sehr nah an den Monolithen dran. Los geht's. Ich guck nur gerade mal auf das Handy. So. Es lädt ja doch viel, viel schneller als bei der PlayStation. Meine Freundin muss Ewigkeiten warten, wenn sie schon eine Schnellreise macht. So. Umziehen müssen wir uns ja eigentlich nicht mehr. Denke ich jedenfalls. Das beschreibt etwas in der Nähe. Sieben goldene Vögel hockten hier und da. Einer entkam mit seinem Schatz zu den Bäumen. Seinen Krallen entglitten, warte ich auf dich. Damit sind diese Vögel hier gemeint. Ich weiß es ja schon. Und einer ist anscheinend hier zu den Bäumen irgendwie gekommen. Da und hat da dann den Schatz verloren. Das könnte nützlich sein. Das hat übrigens meine Freundin entdeckt, nicht ich. Ich wusste zwar, dass damit die goldenen Vögel gemeint sind, aber meine Freundin hat den Platz gefunden. Sehr schön, dann gehen wir mal jetzt los. Ich weiß nicht, ob wir uns vorher nochmal umziehen müssen. Wie speichern sich jetzt halber? Wer weiß, was da jetzt passiert? So, gespeichert. Mal gucken, ob wir so angezogen hier rein können. Wo ist meine Mutter? Sie vermittelt zwischen den Wachen und Hakan. Wie ist es außerhalb von Paititi? Naja... Da gibt es viel. Die Welt ist sehr groß. Größer als Paititi? Größer als 100 Paititis. Was? Bringst du mich dahin? Da hat deine Mutter auch noch etwas mitzureden. Was du suchst, ist dort drin. Woran erkenne ich die richtige Kammer? Am Geruch des Todes. Falls du überlebst, kannst du über das alte Bewässerungssystem zurückfinden. Wir sehen uns dort. Sei vorsichtig. Der Kult hat Patrouillen. Okay, der Kult ist also hier drin. Die silberne Schatulle von X-Shell.
Ich habe... Oh. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Eine Todesflöte. Eine zeremonielle Flöte, oh, die bei Menschenopfern gespielt wurde. Der Klang dieses Instruments in Form eines Totenschädels wurde mit den gequälten Schreien der Sterbenden und Toten verglichen. Es heißt, sein schriller Klang würde den kürzlich Verstorbenen einen Weg in die Unterwelt ebnen. Die Todesflöte kam außerdem als Kriegsinstrument zum Einsatz, dessen Töne unwissende Feinde mit Furcht erfüllen sollten. Okay, interessant. Warum wurde uns das nicht auf der Karte angezeigt? Und ich muss leider doch nochmal weg. Einmal brauchen wir andere Schuhe, nämlich die für Schleichangriffe. Wenn da drin Kultmitglieder sind, dann werden wir mit Sicherheit jemanden umbringen dürfen. Und das war das hier, Gewettbonus-EP, genau. Und zum anderen müssen wir jetzt erst noch einmal zum Marktplatz. Ich muss meine Taschen leeren, damit ich wieder Sachen sammeln kann. So, da kommen wir her. F. Wie läuft's denn so? So, verkaufen. Einmal das ganze Gold, das brauchen wir eh nicht. Oh, 57. Wow, das gibt viel. Machen wir hier vorne mal die Hälfte. Davon mal 20. Ach komm, machen wir so, so. Malo. Kela. Malo. So, Hauptsache, wir haben wieder Platz, Sachen zu sammeln. Kela. Und wir haben Gold. Okay. Jetzt haben wir ja eigentlich viel Gold. Schauen wir noch gerade mal, dass wir... Ob wir hier nicht jetzt die Klamotten so kaufen können. Beziehungsweise das hier. Oh, sind die Dinger teuer, ey. Okay. Sehr schön. Dann gehen wir jetzt ab nach oben und los geht's. Entschuldigung. Marsch? Hey, ich kann Inka-isch. Oder Maya-isch? Aztekisch? Keine Ahnung. Boah, dieser Kerl, ey. Der die ganze Zeit durchgehend predigt. Okay. Es tut mir leid, mir fällt immer wieder was Neues ein. So, wo ist denn das, was wir... Ach, da, die Stiefel. Können wir sogar herstellen, sehr schön. So, aber wir behalten das hier an. Bonus-EP. So, hat gespeichert. Los geht's. Hey, es geht wieder los. Juhu. Okay, wir haben nur einen Bogen. So, können wir einiges herstellen gerade. 45. Ist wirklich ein großer Köcher. Aber wir haben den Kerl immer noch von draußen, ey.
Da erscheint der Umsiedlung Paetidis. Die zunehmende Bevölkerungszahl und kurzsichtigen Planungen bescherten der Ansiedlung etliche Probleme. Bauern rodeten den Dschungel, um die fruchtbaren Flussufer für den Anbau zu nutzen, was bei den ersten starken Regenfällen zu verheerenden Überflutungen führte. Die Jäger erlegten zu viel Wild und mussten deshalb immer weitere Wege in Kauf nehmen, um Fleisch zu beschaffen. Verschiedene Gruppen, die über die Kontrolle über die Ansiedlung stritten, führten oft heftige Debatten darüber, wie diese Probleme am besten zu lösen wären. Ja, wenn was zu groß wird und die Anforderungen natürlich wachsen, wird es natürlich in dem Sinn immer schwieriger, ja. Oh. Gold, den würde ich mal sagen, keine Jade. Das war es dann wohl hier. Ja, Haben wir hier hinten was? Hier haben wir zumindest ein Relikt irgendwo links neben uns. Das liegt da. Ein Makrohydel. Das war bestimmt mal eine beeindruckende Waffe. Ah. Sie muss unglaublich oft benutzt worden sein, um sich in einem solchen Zustand zu befinden. Und wenn die Blutflecken Rückschlüsse zulassen, war es auch so. Okay. Also ich glaube, es ist schon ein bisschen schmerzhaft, wenn mir damit geschlagen wird. Auf jeden Fall. So, hier haben wir noch ein Dübsche. Und weiter geht's. Alles klar. Okay. Jetzt wird es wieder spannend, Leute. Überlebe ich oder sterbe ich? So, nach hinten geht's nicht. Runter sollte es, glaube ich, auch nicht gehen. Und eins und zwei. Oh, wir hätten schon hüpfen können. Und hüpf. Hier gibt es überhaupt nichts mehr zu sagen, außer am Ende ein Dokument, okay. Und sowas hier. Yay, und schon wieder ein Fähigkeitspunkt. Ah, sowas schon wieder. Okay, da wollen wir mal. Okay. Das lief gut und wir haben hier ein neues Basislager. Entfachen wir das mal. Sehr schön. Wir haben zwar einen Fähigkeitspunkt, aber es bringt uns nichts. Erzählen wollte uns der aber hoffentlich auch nichts. Die braucht ihr immer so lang zum Erzählen. Wo geht's da hin? Wo sind wir? Zweimal Jade? Okay, das war's dann wohl hier drin. Oh, ich komme wieder hoch. Das ist gut. So, das war, glaube ich, nur dafür da, die Kletterwand, falls man hier nicht direkt drauf landet. So, da haben wir die zwei Jade-Dinge auch noch gleich mitgespeichert. Dadurch. Hä, was? Achso, ja. Trinity trifft ein. Eine zweite Gruppe macht sich auf die Suche nach Lopez. Da wir nichts von Lopez gehört hatten, begannen einige unserer Anführer an ihm zu zweifeln. Unsere Gruppe wurde nach Süden geschickt, um der Sache nachzugehen. Nachdem wir nicht wussten, ob die Bewohner der Stadt Lopez bei seiner Ankunft getötet hatten, schickten wir die Einheimischen vor. Sie kehrten mit Berichten über die in der Stadt wütende Krankheit zurück. Ein Umstand, den wir zu unserem Vorteil nutzen werden. Okay.
So, wir haben alles, ne? Yep. Okay. Was haben wir denn hier? Da steht eine Rebellion. Das hier zeigt offenbar Unuratu, die eine aufständische Gruppe anführt. Im Hintergrund ist eine fast vollständige Sonnenfinsternis zu sehen. Ui, okay. Mal gucken, ob das Dings ist. Eine Offenbarung. Ob das sich so erfüllen wird oder ob das die Vergangenheit war, ich weiß es nicht. Die Musik verspricht auf jeden Fall nichts Gutes. Oh, stinkt das. Das muss der Ort sein, den Ätzli meinte. Den Bauch der Schlange erklettern. Okay. Hier geht's tief runter, da liegen Leichen. Sofern sie irgendwo landen konnten. Okay, hier müssen wir wohl hoch. Und die hängen auch Tote. Und die Wand sieht irgendwie glitschig aus. Glitschig, feucht, jetzt fragt sich nur von was. Oh. Ganz ruhig, Lara, ganz ruhig. Okay, bevor es weitergeht, wir sind über der Zeit. Tut mir leid, Cliffhanger. Ja, dafür habt ihr noch einen Grund mehr, jetzt beim nächsten Mal wieder einzuschalten, damit ihr wisst, wie es bei mir zumindest weitergeht. Ja, das war Shadow of the Tomb Raider auf tödliche Obsession mit mir von Nöher Gameplays als Hobby. Und zusammen sind wir jetzt im Bauch der Schlange und hoffen mal, dass wir hier lebend durchkommen. Ich weiß es nicht, sieht wieder nach viel Klettern aus. Wir wissen ja, was da bei mir meistens passiert. Mindestens einmal. Und da schauen wir mal, wie es geht. Sammelobjekte in aktuelle Region 0 von 0, habe ich gerade unten rechts gesehen, das ist schon mal supi. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, einen Daumen nach oben bitte. Falls ihr neu bei mir seid, herzlich willkommen und gebt doch ein Abo. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Teil oder auch bei anderen Let's Plays von mir. Auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spaß auf YouTube und auf meiner Kanalseite. Bis denn. Tschüss.